Wunderschönen guten Morgen, hier ist euer Peter Rockabilly. Ja, ich mache mir gerade zwei Frühstückseier. Der eine mag es, der andere nicht. Ich esse es gerne mal zwischendurch, warum auch nicht. Ja, hier ist ja mein sogenannter 50er Jahre Wasserkocher. Der hat dann hinten so einen schönen Anschluss, wo dann auch wie beim Toaster so ein Stecker hinten dran kommt. Und das ist original 50er Jahre. Dieser schöne Toaster hier vom Flohmarkt für 3 Euro gekauft, sauber gemacht. Da sind jetzt ein paar Krümelchen drin. Vom Toast ist aber nicht schlimm. Ja, es ist von der Firma, wie man hier lesen kann, Siemens. Hier ist der Schalter. Dann sieht man, gucken, man sieht es ja dann, das ist rot, das ist dann, dass er an ist und ich gehe mal wieder zurück. Huch. Und wenn man den wieder klick zurück macht, ist er wieder aus. Ja, ja, man legt eigentlich die Scheibe Toast hier rein. Dann wird das hier innen drin ein bisschen warm. Auf der rechten und linken Seite, klar, man klappt zu. Das kann man auf beiden Seiten so machen. So. Und dann muss man den Toast wenden, damit er von beiden Seiten, ich sag mal, schön knusprig goldbraun wird. Klappt jetzt nicht so wirklich zu 100%, weil es wohl darüber auch mal Testergebnisse gab, aber es ist nicht schlimm. Wichtig ist, in einem originalen Stil zu leben, so gut wie man kann. Ja, da hinten könnt ihr sehen, ich habe mir ein paar originale Vorhänge besorgt von einer Haushaltsauflösung. Auch original aus der Zeit. Ich fand das schön, habe sie gewaschen und nass aufgehängt, damit sie faltenfrei sind. Und siehe da, es hat geklappt. Ja, das ist hier mein 50er, 60er Jahre AKA Staubsauger aus der DDR. Voll funktionstüchtig, da ist dann ein Stoffbeutel drin, den man immer wieder wechseln kann. Und hier in meiner kleinen Leseecke, die noch nicht fertig ist, im Hobbyheim-Museum der 50er Jahre, spielt gerade mein Löwe Opta Kofferradio, was ich eigentlich immer zum Picknicken nehme. Und es ist noch einiges hier zu tun. Ja. Hier haben wir eine AKA DDR Kaffeemaschine, original. Da oben ist mein Picknickkoffer. Dazu kommen wir ein anderes Mal, aber abgesehen von dem ganzen Gerumpel, was hier momentan noch steht, geht es hier um den Toaster. So, dann versuchen wir doch mal, den Toaster jetzt in Gang zu setzen.